zusammen. Hi. Wir beide schon wieder, Jenny und Janina. Heute wollen wir euch 10, 12 Minuten komplett in Bewegung behalten, euren Kreislauf ein bisschen hochfahren. Wenn man viel sitzt, fährt der Kreislauf runter, deswegen wird euch auch schnell kalt dabei. Und das Blöde ist, auch die Kalorienverbrennung fährt dann runter, was ja ein bisschen blöd ist. Deswegen wollen wir euch heute komplett in Bewegung halten. Keine Sorge, das wird nicht zu anstrengend. Ihr werdet am Ende nicht duschen müssen. Aber wir wollen euren Kreislauf ein bisschen hochfahren und euch ein bisschen einheizen. Genau. Wir fangen an. Auch heute müsst ihr aufstehen dafür. Und wir marschieren erstmal ein bisschen auf der Stelle. Nehmen die Arme neben dem Körper mit. Macht euch schön groß. Kopf hoch, Brust raus. Rollt über den ganzen Fuß ab, von der Ferse hoch zu den Fußspitzen. Lasst auch die Fersen jedes Mal auf dem Boden einmal aufkommen. Alles, was wir heute machen, macht jeder in seinem Tempo. Es geht nicht darum, wer am schnellsten arbeitet oder wer die meisten Wiederholungen hinbekommt, sondern dass ihr wirklich komplett durchhaltet bis zum Ende, ohne dass ihr danach eure Klamotten wechseln müsst. Die Beine machen weiter. Wir nehmen mal die Arme etwas mehr mit. Im Wechsel die Arme lang nach hinten kreisen. Der Kopf schaut der Hand wieder hinterher. Das locker mitnehmen. Macht euch schön groß nach oben. Zieht euch einmal richtig schön lang. Noch dreimal jede Seite. Bleibt schön groß. Zwei. Noch einmal. Wir bleiben in Bewegung. Die Füße bleiben in Bewegung. Wandern ein bisschen breiter auseinander. Ich wandere nach vorne, dass wir genug Platz haben. Ihr bleibt breit stehen, nicht lange, sondern tippt abwechselnd mit einer Fußspitze auf. Verlagert das Körpergewicht nach links, tippt mit der rechten Fußspitze, nach rechts mit der linken Fußspitze tippt. Mal genau dahin tippen, wo der Fuß gerade noch stand und ihn auch dort wieder abstellen. In der Mitte die Knie leicht beugen. Kleine Kniebeuge. Sehr gut. Wir versuchen mal die Arme mitzunehmen. Die Arme lang nach oben strecken. Wenn wir die Fußspitze aufstellen, den gleichen Arm, mit lang nach oben strecken. Zieht euch nach oben ganz lang. Rechter Fuß, rechter Arm, linker Fuß, linker Arm. Neigt den Oberkörper ein bisschen in Richtung Standbein. Und macht euch schön lang. Versucht euch jetzt nochmal etwas tiefer zu setzen dabei. Nach unten tief, nach oben schön lang. Bleiben breit stehen.
Schieben den Po einmal in eine leichte Kniebeuge, gar nicht tief runter. Komm wieder hoch, mach mit jedem Fuß einen Schritt nach innen, dass die Füße einmal schmal zusammenstehen. Gehen wieder breit und tief. Einmal zusammen, wieder breit und tief. Mach das langsam. Ist nicht wichtig, dass ihr viele Kniebeugen heute einbaut, sondern dass ihr in Bewegung bleibt und die Bewegung auch richtig macht. In der Kniebeuge darauf achten, dass die Knie nicht nach innen fallen und auch nicht nach außen, sondern immer ganz leicht Richtung Fußspitze gehen. Paar Mal noch. Der Markt darf ein bisschen tiefer kommen. Wir machen noch 5 Mal. 4. 3. Jeder noch 2. Und die letzte. Füße wandern aufeinander zu. Wir marschieren ein bisschen auf der Stelle. Der Kopf noch mal ein bisschen. Wir tippen abwechselnd mit einer Ferse nach vorne auf. Beugen das Bein, das stehen bleibt, leicht im Knie dabei. Und nehmen die Arme mit, und zwar gegengesetzt. Linker Fuß, rechter Arm. Rechter Fuß, linker Arm. Und schön weit nach vorne strecken. Wer noch kalte Hände hat, streckt nach vorne die Finger aus und bald, wenn er die Hand ranholt, die Hand zur Faust. Geht es nicht darum, dass ihr genauso schnell arbeitet wie wir oder noch schneller. Versucht dabei schön aufrecht zu bleiben. Arm schön lang nach vorne machen. Jede Seite noch einer. Und wieder ein bisschen auf der Stelle marschieren. Wir bleiben bei was für den Kopf, ne? Genau. Ihr macht mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne, und zwar nach links diagonal vorne. Mit dem rechten Fuß nach rechts diagonal vorne, dass ihr vorne ein bisschen breiter steht, und geht nach hinten wieder schmal zusammen mit dem linken Fuß zuerst. Vorne links aus. Hinten schmal. Nehmt die Arme erstmal neben dem Körper mit. Und zwar locker mitbewegen. Erstmal die Füße koordinieren. Versucht mal, die Arme mitzunehmen. Linkes Bein geht nach vorne, linker Arm zieht mit. Andersrum genauso. Wenn wir nach hinten gehen, nehmen wir die Arme wieder mit nach unten. Wenn das zu viel ist, also zu kompliziert wird, dann könnt ihr das Ganze auch gerne ohne Arme weitermachen. Versucht die Arme nach oben lang zu machen. Streckt euch hier. Macht euch schön lang. Brust raus, Kopf hoch. Lächeln dabei. Drei.
Einmal noch. Die Übung dürft ihr euch merken. Wir machen sie nur andersrum mit dem rechten Fuß zuerst. Arme lassen wir weg. Links außen und hinten wieder schmal zusammen. Versucht erst wieder nur die Beine zu koordinieren. Nach vorne weit, hinten schmal zusammen. Lieber langsam und dafür richtig. Klappt das gut, nehmt ihr ab jetzt die Arme wieder mit. Rechter Fuß, rechter Arm, linker Fuß, linker Arm. Hier wieder schön lang machen. Lang ziehen und strecken. Vorne einmal schön aufrichten. Alle Viere von euch strecken. Stehen wieder ein bisschen auf der Stelle. Kreisen die Schultern rückwärts. Schön hoch nach hinten und unten ziehen. Nehmen die Ellenbogen ein bisschen größer mit. Dafür dürfen unten die Füße schon mal ein bisschen ruhiger werden. Komplett stehen bleiben. Ihr streckt euch einmal nach oben. Atmet tief ein. Und mit dem Ausatmen lasst ihr die Arme langsam runterfallen. Ein bisschen baumeln. Nochmal tief einatmen, nach oben strecken. Macht euch lang und groß. Und zum Ausatmen die Arme fallen lassen. Sehr schön. Ein letztes Mal. Tief einatmen und lang strecken. Und ausatmen und fallen lassen. Und dann habt ihr es auch schon geschafft für heute. Sind wir wieder am Ende angekommen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.